Liebe Freunde der Eisenbahn, ich darf Sie alle als Mann und Vorstand von Retz zu unserem Jubiläum 130 Jahre Nordwestbahn im Streckenabschnitt von Stockerau bis Ischl recht herzlich begrüßen. Im Jahre 1871, als diese Bahnlinie erstmals befahren wurde, hatten wir die Monarchie und es gab keine Grenze zwischen Österreich und der Tschechoslowakei. Es gab durchgehend Verkehr von Wien nach Ischl und weiter nach Prag. Und damals hatte diese Bahnlinie so etwas wie internationale Bedeutung. Ich möchte mich auch bedanken für die Führung dieses Nostalgiezuges, weil es wirklich eben die Verbindung zu dieser traditionellen Bahn zeigt. Und meine sehr geschätzten Damen und Herren, ich glaube, die Nordwestbahn, und wir wissen ja, dass aus der Geschichte war eng verbunden, auch mit der Geschichte der Nordbahn. Begonnen hat nämlich 1837, wie wir wissen, dass der erste Dampfzug von Floridsdorf nach Deutsch-Wagram geführt wurde. Ja, alles klar. Und jetzt sind wir da wieder.